Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play, nicht FIFA 23, sondern herzlich willkommen zurück zu unserem Police Officer Simulator. Schön, dass ihr wieder dabei seid und wir machen heute weiter mit dem Duell, mit der nächsten Schicht. Mein Gott, ich bin bei FIFA drin. Ich habe jetzt gerade echt 6 Folgen FIFA hintereinander aufgenommen. Jetzt geht's mal wieder mit was anderem weiter, würde ich sagen. Gut, gucken wir mal, was wir heute machen. Uns fehlt noch ein bisschen was, um den nächsten Stern zu bekommen. Wir fahren mal wieder nach Alcombel. 15 Minuten eine Fahrzeugstreife. So. Warte mal einen kleinen Moment. So. Gut. Dann geht's mal los. Okay, Funkschalen sind aktiviert. Die kriegen wir nebenbei rein. Falls wir mal wieder einen Unfall machen, aufklären müssen. Da sind wir. Gehen wir mal rein. Es gab in letzter Zeit Beschwerden wegen Rasern. Können Sie da bitte besonders drauf achten? Verstanden. Nehmen wir mal nicht die Vorfahrt, Kollege. Oh. Das ist natürlich blöd, wenn man genau rausfährt und dann den ersten direkt bekommt. Mal gucken, ob wir wieder in meine Hand, wenn der ein bisschen scheiße aussieht. Wir haben einen Notfall. Dringend Antwort erbeten. Wer ist verfügbar? Ich. Bin unterwegs. Hast du Glück gehabt, mein Freund. Ein bisschen leiser machen. Das dritte sind doch schon nur an. Ja, ist mir gerade jetzt nicht egal. Ein Taxifahrer. So. Ja, wir rufen als erstes mal. Ich bin am Unfallort eingetroffen. Ja, das hat mir gerade gemeldet, dass er ja gerade einen Speicherfehler dran hatte. Verletzte Person, RTW erbeten. So. Krankenwagen auf jeden Fall erstmal. Warte mal, ich weiß, kann ich hier nicht mit dir sprechen? Darf ich nicht mit dir sprechen? Hallo, ich bitte gerne. Hallo? Noch nicht? Unfallzeug befragen. Können Sie beschreiben, was Sie gesehen haben? Ich war ganz in Gedanken versunken und habe vergessen zu blinken. Es tut mir leid. Oh, du hast natürlich... Oh, da hätte ich noch mehr Autos. Machen wir mal Führerschein. Bitte zeigen Sie mir Ihren Führerschein und den Fahrzeugschein. Sie mich? Ja, Officer, bitteschön. Sie sollten mich zur weiteren Untersuchung überbegleiten. Können Sie selbst zum Krankenwagen gehen? Klar. So, was haben wir? Ich werde es versuchen. Okay, 2024 ist okay. Ablaufdatum, okay, das geht noch gerade so. Du scheinst nervös zu sein, ne? Machen wir mal einen Test. Alkohol. Ich nehme nur schnell eine Probe, um zu sehen, ob Sie betrunken gefahren sind. Nein. Drogen? Ich werde eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie vor der Fahrt Betäubungsmittel genommen haben. Negativ. So, ich durchsuche dich mal. Nehmen Sie bitte langsam die Hände hoch. Ich werde Sie durchsuchen. Zigaretten, Schlüssel und Ball. Also hast du nichts wirklich Dramatisches. So, ich möchte jetzt gerne... Gut. Bitte nehmen Sie Ihren Unfallbericht. Ist das Ihr Ernst, Officer? Dieser Bericht ist nutzlos. Lass mich in Ruhe. So, wir schauen mal gerade. Ich möchte mir gerne das Auto angucken. Okay. Oh, du hast einen Wurfstern und eine Handfeuerwaffe.
Warte mal, warte. Wie ich das du jetzt hier? Oh, Alter, fahr doch mal weg jetzt hier. Ich möchte Ihren Führerschein und Ihren Fahrzeugschein sehen, bitte. Darfst du eine Handfeuerwaffe tragen? Bitte schön, Officer. Nein, darfst du nicht. Ergo, ist so festgenommen, weil sie Waffen hat. Ich muss Sie festnehmen. Sie führen eine Waffe ohne Genehmigung mit sich. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Bitte, Officer! So. Verstoß bestrafen. Wegen Fahren. Ne, warte mal. Fahrzeug. Na gut, du hast ja zugegeben, dass du schon nicht geblinkt hast. Sie bekommen einen Strafzettel wegen des unterlassenen Blinkens. 60 bis 150 Dollar. So viel Geld habe ich nicht. Tja. So, du wirst jetzt auf jeden Fall erstmal eingebuchtet. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. So, das werden wir auf jeden Fall erstmal klären. So, darf ich dich jetzt mal bitte ansprechen, weil du gerade am Telefonieren bist die ganze Zeit. Hallo? Sag mal, hast du sie alle? Hast du mich gerade überfahren? Verschwinde jetzt hier. So, ich mach mal gerade die Fotos. Hey Partner, ich habe gerade in deiner Nähe geparkt. Bin gleich bei dir. Hey Partner. Das ist die Verstärkung. Ich bitte Sie zu kooperieren und mit dem Freien Wagen zu bleiben. Zu Ihren Diensten, Officer. So. Ich muss natürlich jetzt gucken, dass ich hier mal kurz... Also das Taxi... Also scheinbar will der Typ nicht mit uns reden. Dann machen wir mal die Fotos. So. Zwei Taxis dabei. Oh Gott. Würde ich das ausreichen? Ja. Leider hier nicht. Kann ich das Fahrzeug mit dir suchen? Also die hat ja klar schon mal eine Brille und eine Wäschereirechnung. Ist nicht okay. Doch, kann ich wohl. Schokolade. Aha, okay. So, wollen wir mal Fahrzeugtisch suchen? Du hast ein Taschenmesser dabei, okay. Keine Gegenstände. Ich kann natürlich jetzt wahrscheinlich nicht... Okay, ja, der hat ja hintere Tür, ja. Du hast eine Handfeuerwaffe? Warum darf ich nicht hier? Warum darf ich nicht mit dir sprechen, du? Ja, gut. So, das habe ich ja schon gemacht. Ja, wollte gerade sagen, da haben wir wieder ganz viel gemacht. So, das habe ich alles fotografiert. Was mit beim Heck? Der Bericht ist sehr ausführlich, ja. Gut, das auch. Hier ist das Kennzeichen. Hier sind die Schäden. Das passt ja soweit. Gut, jetzt kann ich hoffen, dass ich hier, dass ich mit dir sprechen kann, ne? Kann ich nicht mal mit euch sprechen? Weil die alle schon am Telefonieren seid, die ganze Zeit mit euren Taxis, hä?
Gegenstände. Gut, dann werden wir das auch jetzt hier abschleppen, weil hier geht es weiter nicht. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schick bitte den Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort. Ein Abschlepper wurde bereits an Ihrem Standort geschickt. So, leider kann ich mit dem anderen Taxi... Ist Flüssigkeit ausgelaufen, kann das sein? Okay. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schick bitte den Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort. Wie geht's, Officer? Ein Abschlepper wird in einem... Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Lassen. Weil dein Auto am Arsch ist, du Arsch, und ich kann nicht mit dir reden. So, dann haben wir das auch erledigt. Ich hoffe, dass der Abschlepper gleich kommt. Da vorne kommt schon der erste, da kommt der zweite direkt hinterher und dann kommt der dritte. Alles klar, die räumen jetzt erstmal die Unfallstelle. Ich denke mal, das wird auf jeden Fall passieren. Warum nimmt denn eigentlich die ersten meine Autos weg? Lass mal. Na gut, wahrscheinlich, weil ich das Taxi zuerst angefordert habe. Ich habe euch nicht ansprechen können. Ich hätte euch gerne angesprochen. Warum auch immer das nicht ging. So. Ich hoffe, dass es jetzt ohne Probleme geht, dass ich jetzt die beiden Autos rauskriege auseinander. Und nicht, dass ihr mir jetzt quasi das ganze Ding in einem Klotz nimmt. So, der Transporter ist weg. Müsste eigentlich die Unfallstelle geräumt sein. Der Wagen jetzt weg ist, der andere. Die Teile sind auch mit weg. Perfekt. Gut. Welche Person hat gerade Abfall weggeworfen? So richtig. Gut, dann haben wir die Unfallstelle geräumt. Und jetzt kann ich mich um den Typen da kümmern. Der wird nämlich jetzt alle seine Probleme kriegen. Jetzt erstens war es zu schnell. Und zweitens ist... Klar, dass wir das jetzt wieder am Weg stehen. Polizeihandzeichen. Warte mal. Kann ich denn? Ich würde gerne die Winkerkelle rausrüsten, damit ich. Jetzt ist dein scheiß dein Auto. Warte mal, Winkerkelle. Hey, hey! Fahren Sie an den Straßenrand! So, habe ich dich jetzt, kann ich jetzt kontrollieren oder? Ich lasse das Auto jetzt mal raus. Will meiner Sonne weg weiterfahren mit seinem Scheiß. Wieso kann ich die Karre jetzt nicht? Wo ist er? Der wird jetzt. Ist er jetzt offen? So, warte mal, lass mal kurz mal in das Auto raus. Die bisschen lösen wir mal gerade die ganze Situation hier ein bisschen auf. Lass mal kurz die Truppe, den Verkehr hier ein bisschen durch, damit ich das SUV rausziehen kann. Oh, Alter, es geht hier ab gerade. Jetzt auf die Schiss ab, Beirut. Ich will nur mich dazwischen hängen. Ich will das SUV kontrollieren. Defekten kaputten Taxi. Scheiße, aber geht echt.
glaube, das schaffen wir heute gar nicht mehr. Glaube ich, gerade die Ampel komplett rot. Ihre Schicht ist um, Officer. So, dann machen wir Feierabend für heute. Setzen wir uns kurz zur. So. Ich würde aber gerne das Auto noch kontrollieren, ja? Das SUV. Ist der mich jetzt gerade rein? Alter, der fährt jetzt zur Seite. So. Den hole ich mir noch, den Kollegen. So, Moinsen, mein Freund. Deine Karre ist zu laut. Fahrer, Fahrzeug, erstmal dein qualmender Ausdruck. Ich muss Sie festhalten, weil Ihr Fahrzeug zu viel Qualm ausstößt. Ich dachte, das sei repariert worden. Scheinbar nicht. So, erstmal eine Führerscheinversicherung. Ihren Personalausweis und Ihren Versicherungsschein. Bitte schön, Officer. So, ist aktuell noch gültig, zumindest der Führerschein, du darfst offiziell keine Waffe haben. Warte, ich habe die Versicherung nicht. Ich habe die Versicherung. Zeigen Sie mir bitte Ihren Ausweis und wenn möglich einen Versicherungsnachweis. Ich bitte sehr, Officer. Okay, so passt das. So, erstmal den Verstoß bestrafen, fängt Fahrzeug. Der Qualm der Auspuff. Ich werde Ihnen einen Strafzettel wegen eines rauchenden Fahrzeugs ausstellen. Das macht bis zu $400. Mein Anwalt wird sich darum kümmern. Ja, das ist kein Problem. So. Bitte steigen Sie aus und kommen Sie auf den Bürgersteig. Machen wir mal kurz. Ich möchte dich nämlich suchen. Hallo. Sag mal, ich hau doch nicht einfach ab jetzt hier. So. Ich möchte gerne mal einen Alkoholtest machen. Arbeiten Sie bitte mit mir zusammen, während ich eine Probe nehme, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Betrunken bist du jedenfalls nicht. Wie gesagt, nochmal im Hinterkopf, er darf keine Waffe haben. Bitte lassen Sie mich eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie unter dem Einfluss von Drogen stehen. Er ist unter Drogeneinfluss gefahren, aha. Gut, dann wirst du jetzt... Betäubungsmittel, bist du ja unter Drogen gefahren. Alkoholsteuer, Alkohol. Warte mal. Ich muss doch mal dich suchen, was hat er genau gehabt? Ich muss sie durchsuchen. Arbeiten Sie bitte mit mir zusammen. Damit ich jetzt das Richtige mache. Ich hab nichts getan! Warte mal, Elektroschock. Hi! Ah, lass mich in Ruhe gerade. So, du haust jetzt einfach ab, mein Freund. Sag mal. Darf ich nicht die Waffe ausrüsten jetzt? Stopp! Na mal, hau doch jetzt nicht einfach ab! Hände hoch! Ja, warum? Ich hätte die Waffe jetzt... Warum muss ich den Tag jetzt wiederholen? Wie fragst du denn jetzt? Ich hab doch nichts getan! Oh Mann, dann müssen wir es in der ganzen Folge nochmal wiederholen. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich wollte den Typ nämlich stoppen, weil der abgehauen ist. Bis dahin.